Hallo und willkommen zur neuen Folge von Mike spielt irgendwas. Heute spielen wir mit den Vorkoster und wir haben eine neue Box von Vernasche die Welt. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich hoffe, ihr wollt es wissen. Wenn ja, dann bis gleich. So, hallo. Wir haben die neue Box von Vernasche die Welt bekommen und zwar die August-Box. Bin mal gespannt, was da drin ist. Ich weiß es nicht. Und ob es ein neues spannendes Land ist oder ob es ein Land ist, das wir schon mal hatten, da bin ich mal sehr gespannt. Wir hatten jetzt schon mal ein paar Wiederholungen. So, dann platzieren wir das mal. So, scheint auf jeden Fall was Trinkbares drin zu sein, das Gluckert nämlich. Oder ist die Schokolade nicht geschmolzen ist, weil draußen ist Höllengrad, es ist Sommer, 90 Grad, was, keine Ahnung. Also es ist heiß einfach, es ist furchtbar. So, hier haben wir schon mal Schreibzeug, sowas zu lesen. Sorry. Was ist das? Sorry, es gibt nichts. Also, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was ist das? Es tut uns sehr leid, dass deine Juni-Box aufgrund von Lieferverzögerungen und einzelnen Snacks mit so viel Verspätung geliefert wurde. Ja. Als Wiedergutmachung haben wir ein Überraschungsprodukt in eine Box gepackt. Okay. Ja gut, das war auch sehr spät, aber... Dankeschön. Ja gut, nehmen wir gleich mit. So, hier war doch eigentlich auch so eine Postkarte. Das ist ein Ding geblieben. Also... Anscheinend gibt es keine diesmal. Keine Postkarte, wir wissen nicht, aus welchem Land es ist, sorry. Dann müssen wir damit verliebt nehmen. Frankreich, oh mon dieu, das hat man aber schon mal. Also, Frankreich, Wiederholung. Da bin ich mal gespannt, ob nicht mal was anderes drin diesmal. Getrocknete Baguettes oder sowas. Was ist das hier? Das fühlt sich schon mal interessant an. So, hier haben wir die leckeren... Poulibres. Das scheint Chips zu sein, die nach gebratenem Huhn schmecken. Ja, das wünsche ich mir auch immer, dass alle Kartoffeln nach Brathühnchen schmecken. So, sans colorant, sans additif, also auch keine Additive drin, dann kann man ja vom Auto. Reset original, okay. Ja, von Bretz. Les Chipseries Françaises, da weiß man schon mal, ne? Mein Französisch ist nicht so, also liebe Franzosen, ich bitte um Verzeihung. Pardon, wie auch der Italiener sagt. Das riecht ein bisschen nach so Brathuhn. Durchaus. Also es hat so ein ziemlich große Scheiben, so ein bisschen Hähnchengeschmack. Riecht man jedenfalls. Das ist merkwürdig. Ziemlich große Fritten, geriffelte Dinger hier, Pommes, Chips. Fisch und Chips, also bin durcheinander. Aber ja, mal sehen. Ja. Über salzig. Oh, boah, da läuft ja direkt die Soße im Mund zusammen. Keine Ahnung, wo der draufsteht. Ja, das schmeckt wirklich so ein bisschen nach Hähnchen. Sehr kross. Sehr würzig. Das ganze Salz. Naja. Also man könnte sich wirklich einbilden, es schmeckt so ein bisschen nach Hühnchen. Ja. Ein gewürztes Brathähnchen so ein bisschen. Kommt dem so nah. Bin ich jetzt so ein bisschen erstaunt, ja. Meistens kriegt man diese Geschmacksrichtung ja gar nicht so doll hin, wie immer da drauf stehen. Also ein bisschen irritierend. Das riecht so ein bisschen wie ein Hähnchensteak so. Ein bisschen Kruste, dieser Geschmack. Das müsste ich mir jetzt nicht dauernd reinziehen, aber man kann es essen. Ja, es schmeckt wirklich ein bisschen nach Hühnchen. Also produziert in der Bretagne, ja. Also Poulet Bres, das ist kein Käse, also das schmeckt gar nicht mal so schlecht.
Müsste ich jetzt nicht dauernd haben, wie gesagt, aber vom Geschmack her bin ich mal erstaunt. Es schmeckt wirklich, also wenn man schon mal so ein gebratenes Hähnchenfilet gegessen hat, so, das kommt dem durchaus nahe. Kommt natürlich immer darauf an, wie man das würzt. Und es kommt so ein bisschen Hühnchengeschmack. Okay. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Das ist hier. Darum hat sich das so komisch angeführt. Gefühlt ein bisschen zerquetscht worden vom Transport, aber das ist jetzt von Lotte. Lotte ist doch aus Südkorea. Ja, vielleicht ist das ein Überraschungsding, was hier als. Das sind die Koala-Bärchen von Lotte mit weißer Milch und wie so Milchcreme gefüllt wahrscheinlich. Die sind eigentlich immer ganz lecker. Lotte ist eine südkoreanische Firma. Hatten wir auch schon mal gehabt. Also. Aus Hessisch ist das nicht. Das war, wow, das ist so eine Riesenpackung. Das ist ja Wahnsinn, da sind so drei Koala-Märchen drin oder so. Jetzt aber. Ja, gut, drei, vier mehr. Ja, lustig, diese Packungsgrößen. Irgendwie wird das immer alles kleiner. Jo, da sind dann die Koala-Bärchen drin, sind immer ganz hübsch gedruckt oder wie immer die das machen. Laser reingeschossen, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich nicht, aber okay. Sieht immer, immer ganz niedlich aus und schmeckt auch ganz gut. Halt, ich hatte diesmal das Ganze im Kühlschrank. Weil wegen der Hitze dachte ich, die ganze Schokolade verläuft und so. Ja, Leute, Koala-Bärchen. Ist nicht so überraschendes, aber ganz lecker. Und so eine Milchcreme-Füllung. Ich glaube, der hat ein Handtuch und liegt am Strand. So sieht das für mich jetzt aus. Ist weg. So. Nachgefüllt. Und die Kühlschen sind noch nicht lecker. Und der Milchcreme. Ja, original französisch, südkoreanische Koala-Bären. Koalas kommen aus Australien, also komplett durcheinander hier. Wir sind international aufgestellt. Aha. So, von Berlin oder Berlin, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Krustilles. So. Mit 100% Huile de Tournesol. So, wisst ihr Bescheid? Gebackene Regenwürmer, Sandwürmer mit Käsegeschmack, keine Ahnung, was das ist. Werden wir rausfinden. Ohne Farbstoff, ohne Konservierungsstoff wahrscheinlich. Konservateur. Das ist kein Konservateur drin. Noch Roma. Aperitif officiell. Von der französischen Fußballnationalmannschaft. Die essen das permanent. Sieht man ja, die Sportler sind also. Ne? Kann da jetzt auf. Ist schon auf. So, das sind diese üblichen, die sind auch Maisflips, ne? Ja, Maisflips, die sieht man hinten auch so ein bisschen Mais und Käse. Das einer so erwartet, von der Form her jetzt nicht so überraschend ist, kennt man schon so ein bisschen. Oh, da du siehst Fromage. Oh, da bist du am Arsch, weil ich zu viel. Ja. Knusprig, ein bisschen soft. Also, ja. Ich nenne dann ähnliche Produkte, die so aussehen, auch vom Geschmack. Ja. Also riechen ein bisschen mehr, als sie nach Käse schmecken. Aber recht leckerer Käsegeschmack. Also ist durchaus einer drin. Finde ich aufdringlich. Habe essen. Also, Krustis von Berlin. Ja, aber wie kann man so wegessen? Fernsehen gucken, Kino, was es sowas noch gibt bei euch. Kann man auch teilen, aber macht sowas. Das hat man eine Minute weggegessen, das Zeug hier. Also, so lecker. Ist nichts so Besonderes, sag ich mal, von der Form. Diese komisch ungleich geformten Dinger. Ein Käsegeschmack aus Mais
Gibt es damit leider in jedem Land, habe ich das Gefühl. Recht salzig. Was haben wir denn da? Wie viel Gramm sind dann? 88 Gramm? 88, nicht 90, nicht 87, 88. Die Firma gehört zu Mondelez. Aha. Und hier sind 1,5 Gramm Salz pro 100 Gramm. Okay, das geht noch. Aber, ja, der Käsegeschmack ist nicht schlecht. Also, schmeckt jetzt nicht künstlich, ist auch nicht zu viel. Eigentlich genau richtig. Also, ich bin nicht so ein großer Käseliebhaber, dafür ist es eigentlich ganz schlecht, muss ich sagen. Ist nicht zu aufdringlich, schön ausgewogen. Schmeckt, also kann man essen. Von Berlin oder Berlin oder was weiß ich. Ich bin kein Franzose. Ah, ich habe die Postkarte gefunden. Steht mal was drauf, ja. Wenn man es nicht wüsste, hier oben steht Paris. Keine Ahnung, warum man das erkennen sollte. Also, da gibt es auch keine Wahrzeichen. So, was haben wir noch hier? Das war kalt. Was ist das denn? Der Kühlschrank jetzt noch gut. Das sieht merkwürdig aus. Ich habe Pokémons gefangen. Mit merkwürdigen Farben. Von Lutti. Die gute Lutti. Lecker für die Butti. Pokémon Du. Pokémon Du. Aha. Okay, ist alles französisch, habe ich vergessen. Ist die Bluetooth bei UK Bip Candy Toys. Ja, also englische Firma in Frankreich. Okay, nur eiskalt echt. Confiserie, Jellyfee, ach, ich geb's auf. So, hier sieht's so hinten aus, hier ist noch so ein, hier, ein kleines Bärchen, ich hab das immer seitenverkehrt in meinem Bildschirm. Also essbare Pokémon, da bin ich mal gespannt. Das ist dann so Schaumzuckerzeug, denke ich mal. Riecht auch mal, boah, so sehr Tutti Frutti mäßig. Ein bisschen streng, ja. Gucken wir mal hier. Das ist, wir haben ja schon mal so einen, was auch immer, das Osterhase, keine Ahnung. Sieht komisch aus. So aus weichem Zeug. Recht fischgleich. Was ist verschiedene Geschmacksrichtungen? Glutenfrei übrigens. Keine Ahnung. Das könnte jetzt nach allem schmecken. Frucht irgendwie. Pfirsich? Keine Ahnung. Kann man nicht wirklich identifizieren. Also. Wer sich mit Pokémons auskennt, was ist das? Keine Ahnung. Hier haben wir dieses runde Dings da. Für diesen Pokémon Go. Gummiartig. Nach schmeckt das. Kann man nicht so wirklich identifizieren. Könnte Erdbeer sein, aber auch nichts anderes. Also, das ist seltsam. Also, hier haben wir nochmal so ein Ding. Also, was ist? Ja, hier ist der Osterhase. Irgendeine andere Form hier auch drin, Leute. Das sieht aus wie so eine Katze. Die Pokémon gibt doch 1 Milliarde, oder? Ja, ja. Schmeckt nach allem Möglichen. Kann man sich aussuchen. Je nachdem, was man sich gerade einbilden möchte. Man hat eine Weile was zu kauen. Nur zu die Kaumuskulatur. Ja. Okay, Sache. Ja. Geschmacklich ist hier, glaube ich, schmeckt wahrscheinlich alles gleich. Man bildet sich das nur ein mit der Farbe. Tutti Frutti halt.
Das könnt ihr vielleicht, könnte man ja nach Karamell, Schoko oder irgendwas anderem schmecken lassen. Ja. Tutti frutti. So, Pokémon Dudu. Do not. Also, ja, für Pokémon-Fans wahrscheinlich ein Muss. Die kann man dann in den Wald schmeißen. Die kann man dann suchen gehen mit dem Handy oder so. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber geschmacklich, ja, würde man sagen, geht so. Ne? Keine Ahnung. Und das wird jetzt komischerweise ein bisschen zitronig, dieses Braune. Das ist komisch. Okay, das war unser Ausflug ins Pokémon-Universum. Das war merkwürdig. Okay, und jetzt haben wir noch was Merkwürdiges. Von Finny, Jelly-Krokodile. Das wird sehr jelly-lastig, so wie es aussieht. Ja, das sieht auch wieder aus, so nach Zuckerware. Mit sehr viel Zucker drauf, die nochmal mit Zucker bestreut wurde. Aus Zucker besteht hauptsächlich. Ist aber halal, das steht nochmal extra drauf. Ja, geht noch irgendwann in Englisch. Tja, okay, keine Ahnung. Sind die sauer? Sind die süß? Jelly-Krokodile. Kein Fett, kein Gluten. Auf jeden Fall, das ist wichtig. Und es ist halal. So, dann wollen wir da mal so ein Krokodilbus rein. Da kriegst du ein bisschen noch Waldmeister. Interessant. Nein, die sind nicht sauer. Das ist lecker. Das gefällt mir schon mal. Nicht saure Krokodile. Ja, dafür sind sie schmeine süß, aber ja, nicht sauer. Das finde ich aber gut. Ich mag sauer nicht so sehr. Und jetzt mal so ein rotes Tier. Gummikrokodil. Ja. Jetzt zum Abgang wird es ein bisschen komisch. Ja, so Schaumzucker, Gelee und Zucker. Oder zumindest dann nicht aus Schweinegelee gemacht. Was schmeckt das jetzt? Irgendwas Beeriges vielleicht. Man könnte es sich einbilden. So, dann haben wir ein blaues Krokodil. Haben wir ja die blauen Krokodile von der Seine. Was schmeckt das denn? Keine Ahnung, was ist? Klostein? Merkwürdig. Der süß schmeckt nach irgendwas merkwürdigen. Ja, gut, blaues Krokodil ist halt komisch. Naja, gut. Kann man essen. Man muss es natürlich nicht. Das kann jetzt so. Ananas oder so sein. Jetzt schmeckt sogar mal richtig gut fruchtig. Nicht jedes Krokodil ist gleich, aber. Das ist jetzt echt lecker. Ist natürlich immer eine Geschmackssache. Naja. Das war was anderes. Vor allem ist es nicht sauer. Die. Wie hieß die Firma? Fini. Ah, heißt das nicht Ende? Also hier die Endkrokodile. Die vielleicht am Ende essen sollen. Ja, sind durchaus essbar. Sehr, sehr süß, sehr zuckerhaltig. Ja, kann man mal gut so wegschnupsen und dann raten, wonach es eigentlich schmecken soll. Man weiß es nicht. Ja, kann man aber essen. Also die waren mir jetzt angenehmer im Mund, aber als die hier, weil da hat man das Gefühl, man isst so ein Fensterkipp, weil es unglaublich zäh ist. Und hier weiß man erst recht nicht, wonach es schmeckt. Also natürliche, künstlich inspirierte Aromen. Keine Ahnung. Was hat denn meine Schüssel hier? Goas? Nee. Lulu. Lulu. Lulu, Lulu, ja.
Lulure, das sind der leckere Biscuits, oder? La Barquette France, Fraise, also Fraise, ne? Fraise mit, also die Fräse, sagt man, zur Erdbeere. Von Lou, riche en fruits, oder so ähnlich. Reich an Früchten, die mal wahrscheinlich irgendwo gewachsen sind und ein bisschen davon ist hier auf die Kekse gelandet. Hat auch ganz viele tolle Eigenschaften. Also wer Französisch kann, kann sich das gerne dann übersetzen. Keine Ahnung. Aber eine professionelle Verpackung mit viel Informationen. Partenariat avec l'agriculteur oder so ähnlich. Ja, weiß ich. Ist also für die Bauern ist gut, wenn die das verkaufen. Echt aus Frankreich. Schützt die Umwelt. Was weiß ich. So. Was? Drei Kekse plus ein Glas Milch sind wie ein Pfirsich. Ich weiß es nicht. Also hier ist dann hier da so eine komische Beschreibung, was immer das genau darstellen soll. Man weiß es nicht, aber wir packen es mal aus. Die Lulu. Oh, die sind einzeln verpackt. Interessant. Der Lulu-Keks. So, ja. Aha, okay. Was hat denn gemacht? Also die sind hier so in der Reihe. Da sind dann so drei Schiffchen auf einem Stapel, könnte man so sagen. Jetzt auch noch nicht gesehen. So sieht das Ganze aus. Das Biscuit Lulu. Dann, ja, das scheint mir auch wirklich also ein Biscuit-Teig zu sein. Ein bisschen an so Löffel Biskuit, so von rein optisch schon. Und innen hat man dann so Erdbeermarmelade reingeflatscht. Die nach nichts riecht. Aber der Biskuit riecht ganz lecker. Machen wir mal. Oh, ein bisschen trocken halt. Ja, schmeckt wie Löffel Biskuit. Ziemlich so süßes Zeug in der Mitte. Das soll Erdbeer sein, ne? So ein Erdbeergelee. Ja, jetzt schmeckt es so ein bisschen nach Erdbeer. Ja. So. Mal essen. Sind das französische Alternative zum Jaffa-Cake? Fehlt nur die Schokolade. Ich würde noch ein bisschen so zartbitter drüber machen können. Also, das ist ein bisschen trocken. Die könnte man auch dippen, aber es ist mit Biskuit immer gefährlich. Der saugt sich schon voll und zerfällt dann. Da hat man nur noch Matsch in der Tasse. Aber so als Beilage jetzt für einen Kaffee, für einen Tee oder so. Ein bisschen zart. Also sind nicht hart oder so. Ist recht saftig der Teig. Saugt halt den Mund erstmal einen ganzen Speichel auf. Die Füllung schmeckt durchaus ein bisschen nach Erdbeer. Die ist erstmal unglaublich süß. Mit der Zeit kommt dann der Geschmack raus. Also man hat jetzt nicht hier die vollfruchtige Erdbeermarmelade drauf gemacht. Und so ein Konzentrat. Das ist nicht wirklich intensiv nach Erdbeer schmeckt. Aber okay. Komm essen. Lülü. Ja. Ja, durchaus nicht schlecht. Aber essen, ja. Lulu. So, jetzt kommt mein Saug in Stellung hier. Wer hat denn hier alles vollgekrümmelt? Schweinerei. So. So, leckere Biskuitkrümmel für Saugi-Staub. Also wie gesagt, schmeckt ganz gut. Ist nicht zu trocken, also nicht so hart und trocken wie so ein Löffelbiskuit. Ist relativ weich, der Teig. Man braucht eine Weile, bis man das mit dem Erdbeeren rausschmeckt. Ja, ist relativ süß, aber ist nicht schlecht. Kann man gut so nebenbei mal essen oder wie gesagt so Kaffee und Kuchen anbieten. Als kleinen Snack so. Ja, interessant verpackt auch. Ob das jetzt nötig ist, weiß ich nicht.
Aber so kann man natürlich auch mal ein bisschen mitnehmen zum Picknick oder so. Ja, warum nicht, ne? Kann man machen. So, was haben wir noch so Leckeres hier drin? Ein Riegel, ein Twix, ein Reiter. Ein Crunch. Oder ein Crunch, müssen wir ja französisch sagen. Eine leckere Crunch von Nestlé. Ja, das ist ein sehr ungewöhnlicher Riegel. Der hat nämlich dann Waffeln und Haselnuss. So, das kennt man ja normalerweise gar nicht. Total originell. Puh. Ist hier irgendwas, was man lesen kann drauf? Ich bin holländisch. Waffel gefällt mit Kakaan. Krokantgranen. Jo. Fabrik de Nestle Polska. Das kommt aus Polen eigentlich. Isst man aber in Frankreich auch gern so rum. Als Crunch. Was weiß ich. Okay. Der polnische Crunch in Frankreich. Das ist ja international heutzutage. Es gibt auch schon ein paar hundert Jahre Globalisierung. Also warum nicht? Also Globalisierung ist jetzt keine neue Erfindung. Gibt es schon ziemlich lange eigentlich. So. Riecht auf jeden Fall sehr schokoladig. So Milchschokolade. Oben hat man dann, ja, ich glaube, das ist so was Gepufftes drauf gestreut. Und unten sieht man dann Waffel. Hm? Ist ja crunchig, das stimmt. Also crunchig. Die Waffel schmeckt jetzt erstmal so nach nichts. Und die Schokolade übertüncht den ganzen Geschmack ziemlich. Die ist recht dominant. Und oben drauf hat man dann so Reiskrispies, die sind ein bisschen hart. Und machen dann das Crunchige. Ja. Und so Reiskrispies. Das ist nicht schlecht. War auch nicht unglaublich originell. Kann man ein bisschen vergleichen mit so Nussini von Milka oder so. Ja. Und der Crunch. Aus Brunnen. Danke. Aber wird wohl überall verkauft, weil hier so holländisch drauf. Niederländisch, Belgisch und Spanisch. Aber nicht Deutsch. Interessant. So, ja. Ja, können wir essen. Sehr schokoladig. Wie gesagt, von der Waffel merkt man nicht so viel. Das ist sehr crunchy. Und die Reiskrispies sind recht hart. Aber hat man auch was zu knuspern. Ja. Hm. Geht auch vom Schokoladengeschmack. Ist dominant, aber nicht so schwer süß. Ja. Kann man essen in die Crunch. Oh mon dieu. Perfekt französisch. So, was ist das? Was kleines, dünnes? Snap and Crackle. Snap and Crackle. Oha. Mhm. Chewy bar with a burst of flavor. With a burst of flavor. Das muss man sich mal reinziehen. Ist aber vegan, interessanterweise. Da bin ich mal gespannt. Okay. Cool. For best before sea under. Also sea under. So Haltbarkeit. Mhm. Gut, dass es auf Englisch draufsteht. Wie kriege ich das jetzt auf? Okay. Ist von der Hitze so ein bisschen komisch geworden oder weil das drauf lag? So ein bisschen komische Form. So. So, das könnte auch so ein Spachtel sein oder so. Man kann sich da aus verschiedene Kunstwerke auch draus drehen. So ist, da kann man kreativ werden. Das war hart. Hm.
knispert so ein bisschen im Mund. Hat man so ein bisschen Brause da drauf gemacht, aber man sieht das nicht. Was? Intensiv Flavor oder was? Schmeckt das überhaupt? Das ist recht fest, schmeckt erstmal wie so ein riesiges Mao-Am nach so Fruchtgeschmack. Hat was Crunchiges, wenn man reinbeißt, komischerweise. Das macht so also Klack. Dann hat man so ein bisschen Gefühl, als wäre Brause drin, aber ganz wenig. So merkwürdig. So, the burst of flavor. Oh, nach jetzt genau. Schmeckt? Ich kann nicht sagen. Wie so Tutti Frutti. Und konsistent wie so Mauer. So Kaubonbon Zeug, warum immer, woraus immer das gemacht ist. Das ist auch ästhetisch sehr schön. Also, das Auge ist hier mit. Das ein oder andere Auge wird sich schon verabschiedet haben, aber ja. Sehr interessant. Natürlich. Also, der Burst of Flavor war jetzt irgendwie nicht so ganz da. Auf jeden Fall sehr merkwürdig. Also, man weiß nicht, was man da eigentlich genau isst. So ein riesiges plattgehauenes Mao an, das irgendwie so ein bisschen nach Tutti Frutti schmeckt, erstmal ein bisschen prickelt, recht zäh ist. Und dann löst sich direkt im Mund auf irgendwann. Also, ja, das war jetzt sehr interessant. So, das habe ich auch noch nicht gegessen. Okay. So, haben wir hier noch Schönes. Ich sehe es nicht, von hinten ist nichts drauf. Das ist falsch rum. Warum? So, Madeleines. Ah, die gute Madeleine aus Frankreich. Madeleine Longs. Tendres et Moeloises, wie man so schön sagt in Latein. Von Saint-Michel. Oh, Biscotterie familiale depuis 1905. Seit 1905 machen die Madeleines nichts anderes. So, es steht auch immer drauf Fabrique in France. Die sind unglaublich stolz darauf. Ohne Palmöl, vermute ich mal, heißt das. Saint-Huile de Palme. Und es sind sechs irgendwas drin. So, gucken wir mal. Saint-Michel Madeleines. 80 Gramm. Saint-Michel Biscuits. Ons Contre, wo immer das ist. Aber es ist wirklich eine französische Firma. Kennt ihr doch so nicht. Also mal was Einheimisches, nichts von Nestle oder Mondelez. Das finde ich schon mal gut. Das finde ich immer super, wenn man mal einheimische Firmen probieren kann und nicht immer diese Großkonzerne. So, da haben wir jetzt hier wirklich so eine hübsche Reihe Madeleines. Die sehen auch richtig schön fettgebacken aus. Die glänzen nämlich so richtig schön im Licht. Oh. Wow, die riecht nochmal. Die riecht nochmal lecker, muss ich sagen. Da möchte man direkt rein, weil es ist so richtig schön nach frisch aufgeschlagenem Teig mit Ei und so. Das ist aber okay. So sieht das aus. Also richtig schön gebacken. In so einer kleinen Form wahrscheinlich, wie das aussieht. Ja, lecker. Saftig. Also die kann man schön in Getränk tunken. Kann man mal so essen. Ja. Die sind aber lecker. Die riechen auch lecker. Also, das ist ein super Geruch. Wenn ihr den riechen könntet, aber die sehen auch schön aus. Also für die sind jetzt mal. Die Lulu waren schon ganz nett, aber die Madeleines hier. Die sind echt lecker. Also der Geruch. Das ist wirklich super. Oh, da müsste man nur reinbeißen. Aber die sind echt toll gemacht. Schmecken so gut. So. Alle Daumen hoch, wie man so sagt. Thumbs up auf Französisch. Also die sind ja echt lecker. Also leider nur 6 Stück drin. Weiß nicht, was die kosten. 5,20 €, keine Ahnung. Ja, das wird ja alles teurer. Aber die kann man sich mal reinziehen. Also die schmecken echt lecker. Wie frisch selbst gebacken. Sehen gut aus, riechen super. Also vielleicht ein bisschen viel Plastikverpackung, aber die sollen ja auch saftig bleiben. Okay, das ist aber halt ein bisschen schwierig, hier noch ökologische Verpackung hinzumachen, aber geschmacklich. 1A. Also die haben mir jetzt echt gut gefallen, muss ich sagen. Das ist lecker. Das ist lecker. Die muss ich nachher nochmal probieren. Die letzten, die noch übrig sind.
So, was ist das? Und da haben wir nochmal direkt den Gegensatz von Lou Napolitain. Napolitain, kleiner Napoleon. Wir lieben ja die Franzosen. L'Original. Aha. Napolitain. Orange fondant en chocolat. So, wisst ihr Bescheid? Das scheint mir so ein kleiner Mini-Kuchen zu sein. Mit so einer weißen Schicht oben drauf. So eine Keksmasse. In zwei verschiedenen Farben und dann nochmal Streusel. Also hier haben sie alles rausgeholt, was sie hatten. Einzeln verpackt nochmal. Damit man bloß nicht satt wird davon. Okay. So. Dann können wir gleich mal vergleichen, wie das jetzt aussieht. Auf dem Foto und in echt. Ist ja auch immer interessant. So. Ja. Es geht eigentlich. Ich hätte nicht gedacht, es sind ein paar Streusel abgefallen, aber von der Hitze her ist es nicht zerlaufen oder so. Ja, richtig, so wie so ein kleiner Mini-Kuchen, so Yes-Torty-mäßig ein bisschen. Schmeckt auch so. Ah. Alles französisch, ich habe keine Ahnung. Ja. Oh. Ein bisschen trocken, finde ich. Am intensivsten schmeckt eigentlich das in der Mitte. Das hat so einen schokoladigen Fondant-Geschmack. Und der hat so ein bisschen Schärfe drin, als hier auch so ein kleines bisschen Alkohol irgendwie so drin, wie bei den früher bei den Yes-Torties auch. Da war auch immer so ein Beigeschmack drin. Das oben merkt man jetzt so gar nicht. So wirklich ist jetzt unbedingt nicht so die Geschmackskomposition, die mir super gefällt. Ja, kann man essen. Aber ja, es gibt auch genug andere Produkte, die so ähnlich schmecken, würde ich mal sagen. Also hatten sogar ein bisschen was von Milchschnitte. Von diesem Teig her. Ja, also wer so Mini-Küchlein mag, kann die mal probieren. Nachdem ich die Madeleines jetzt hier hatte, hat mich das jetzt aber dann im Vergleich nicht umgehauen, muss ich sagen. Da fand ich die jetzt leckerer. Also, die haben mich sehr überrascht. Auch die Lu's waren lecker, muss ich sagen. Diese Kuchen hingegen, so ist mir dann, ja, so ein bisschen. Hat man auch schon mal gegessen, sowas ähnliches. Also optisch ist er vielleicht ein bisschen anders durch diese Streusel oben, die aber allerdings in der Verpackung dann auch kleben bleiben. Ja, ist okay. Aber hauptlich jetzt nicht so wirklich für Lu das vom Sockel. Da waren die Lulus noch besser. Irgendwie. Was ist das? Bäh. Oh, die schwitzt. Ja, was haben wir hier? 7-Up Mojito. Typisch französisches Getränk. Saveur Mojito, Citron Vermance. Keine Ahnung, was das heißt. Also Zitrone und Minze, vermute ich mal. 7-Up Mojito. Gibt es das hier auch? Gibt es auch mittlerweile alle möglichen Sorten an verschiedenen Limonaden, die es sonst in Deutschland sonst nicht gibt. Bei diversen Discountern importieren mittlerweile auch so Zeug. Also Mojito-Geschmack von 7-Up. Okay, aus Frankreich. Aber ist auch alles französisch drauf. Also ist nicht einfach jetzt so englisch, einfach nur dann in Frankreich hingestellt. Boisson non alcoolisé. Also enthält kein Alkohol oder was? Jo, da bin ich mal gespannt. Boah, die ist aber voll nass. Ich hatte mal ein Glas irgendwo, das habe ich jetzt vergessen. Das werden wir gleich mal holen und dann bis gleich. So, ein Glas, ein Wunder, da ist es so. Sollen wir mal den französischen Mojito hier probieren? Französischer Mojito mit 7-Up-Name. Das ist alles international hier. Okay. Das riecht jetzt echt sehr minzig. Also, so frische Minze. Das ist erstaunlich.
Ist auf jeden Fall klar. Klare Flüssigkeit. Sehr viel Kohlensäure. Ja. Also einen sehr schönen Minzgeschmack, muss ich sagen. Da bin ich jetzt echt überrascht. Ist nicht so künstlich. Also schmeckt und riecht wirklich wie frisch gepflückte Minze, die man so in Wasser gemacht hat. Da haben die Chemiker aber mal richtig gute Arbeit geleistet. Eine angenehme Süße. Ist auch kalt. Schmeckt nicht künstlich süß. Ich weiß aber jetzt nicht, ob hier... ob ich das jetzt hier rauslesen kann. Ob hier künstliche Zucker drin ist oder sowas. Ist das nicht sehr viel Kalorien? 29 Kilokalorien pro 100 Milliliter, das ist nicht so viel. Aber man schmeckt jetzt nicht so. Also ist weder überzuckert noch künstlicher Zucker zu viel drin. Ja, also leichte Zitronennote hat es auch. Nicht irgendwie künstlich eingetrübt, so wie es aussieht. Das machen ja manche auch bei diesen Mojito-Getränken oft. Das kommt dann meistens durch so einen Farbstoff, der aus Baumwurzeln gewonnen wird. Ob das einmal so gut ist, weiß ich auch nicht. Aber das ist lecker. Ja. Also das finde ich jetzt echt lecker. Dezente Zitronennote, haben eine sehr schöne Minznote. Das gibt ein sehr schönes, weiches Aroma im Mund. Es ist nicht zu viel Zitrone drin, nicht zu süß. Das finde ich mal jetzt eine schöne Mischung und erfrischend. Und dieser Minzgeschmack, wie gesagt, das finde ich jetzt überraschend, dass der so recht natürlich schmeckt. Ich hätte es gar nicht erwartet von so einem Kunstprodukt wie dem hier. Ne? Ja, das ist echt lecker. Also, das könnte... das hier auch gibt, mein neues Lieblings-Zitronengetränk geben, sag ich jetzt mal, weil die Minze, ich mag Minze, die ist ja sehr dominant, sagen wir mal so. Es schmeckt hauptsächlich danach, haben ein bisschen Zitronen im Hintergrund. ist ja lecker, kann man gut tun, muss ich sagen. Also das war jetzt nicht schlecht. Davon bin ich jetzt überrascht, Seven Up. Das war ein sehr leckerer neuer Geschmack. Mojito, die fand ich echt nicht schlecht, muss ich sagen. Okay, hier ist auch nichts mehr drin, ist leer. Jo, das war's dann. Unsere Ausbeute aus Frankreich. Was haben wir denn hier Schönes dann gehabt? Also, wie gesagt, ein Mojito-Getränk, sehr lecker. Da bin ich jetzt echt überrascht. Das schmeckt echt gut. Dann haben wir die sehr leckeren Madeleines, also 1A. Die haben ja sehr gut geschmeckt, muss ich sagen. Also... dann eher so einen durchschnittlichen Kuchen. Puh, mit dem konnte ich jetzt nicht so wirklich viel anfangen. Dieses komische Kaubonbon-Ding. Dann haben wir hier die Lulus, wie auch immer man das ausspricht, die Lulu. Die waren auch ganz interessant, ja. Kann man auch essen. Ist auch relativ lecker, sag ich mal, wenn hier so auf Biskuit steht. Also die Erdbeer-Füllung könnte für mich noch ein bisschen mehr nach Erdbeer schmecken, aber... gut, es hat auch nur so ein bisschen, ist recht süß, dafür hat nicht so ganz so viel Geschmack, aber der Biskuitteig ist recht lecker, ist nicht trocken und hart oder so, ist okay. Dann haben wir hier so unseren schönen Crunch-Riegel, der auch crunchy ist, ist jetzt aber auch, ich meine, es gibt so viele Riegel, da sticht er jetzt nicht so als Besonderheit hervor, würde ich jetzt mal sagen. Dann hier diese komischen Fini, das Ende, die Krokodile. Sind teilweise, bis auf das Blaue, auch recht lecker. Ja, so Gummibärchen-Ersatz sind nicht sauer, glücklicherweise. Also, die waren auch ganz okay, muss ich sagen. Nur geschmacklich, da muss man halt immer raten bei diesen Dingern, was ist das jetzt eigentlich? Die Pokémon-Dinger, die fand ich jetzt echt sehr merkwürdig. Also, was das, ich weiß auch gar nicht, was das hier darstellen soll letztendlich. Dieses komische, Ding. Also, es fühlt sich eigentlich wie Knetmasse an. Keine Ahnung, ob das schmecken soll, aber okay, für Kinder ist das wahrscheinlich der Hit. Und, na gut. Ich vermute mal, das war jetzt die kostenlose Dreingabe von Lotte. Die steht ja auch nochmal in verschiedenen Sprachen drauf. Nehmen wir das eine ist Koreanisch.
Koalas March White Milk. Japanisch, vermute ich mal. Hm. Ja, die sind auch lecker. Die jetzt aber mit Frankreich nun nichts zu tun halt. Ne? Ja, okay. Und da kauft man ja Stunden. Dann haben wir hier diese Bellini. Ich weiß nicht, wie man ausspricht. Die Krustis. Und auch ganz lecker. Ja, kann man auch nichts sagen. Also, sag mal, der übliche Mais-Snack mit Käsegeschmack. Aber ein ganz guter Käsegeschmack. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Hat so sein eigenes Aroma. Ist nicht aufdringlich. Und die kann man ja auch. Das ist dann, ja, die esse ich heute auf jeden Fall noch weg. Da kann man nichts sagen. Gut gemacht. Ist jetzt keine riesige Überraschung, aber also auch keine Enttäuschung. Die sind lecker. Und dann haben wir noch hier diese sehr interessanten Hähnchenchips, die auch wirklich nach Brathuhn riechen. Also, das ist schon okay. Also, ich habe ja schon alle möglichen Chipsarten, wo die nach allen möglichen merkwürdigsten Sachen schmecken sollen und riechen und tun es meistens überhaupt nicht. Die riechen wirklich nach Hühnchen. Also, keine Ahnung, wie die das machen, welche chemischen Bestandteile dafür verantwortlich sind oder ob da wirklich ein Huhn reingepresst wurde, ich weiß nicht. Aber schmeckt nach Hähnchen. Also, wer sowas mag, Brathähnchen, diesen Geschmack der Kruste liebt, der kann sich dazu noch mal so ein, ja, ein paar Chips hier reinziehen. Jedenfalls eine interessante Mischung, sehr gummimärchenlastig ein bisschen. Dann haben wir aber auch mal so ein paar Produkte, wo ich sagen würde, ja, das ist auch sowas ein bisschen französisch. Hier Madeleines zum Beispiel, ne? Und hier so Biskuitgebäcke, keine Ahnung. So, und ja, das war sehr interessant auf jeden Fall. Und von allem etwas, vielleicht nicht so ganz typisch Frankreich hier bei einigen Sachen, weiß ich jetzt nicht so genau. Diese Pokémon-Dinger, okay, gibt es vielleicht nur in Frankreich, aber mein Gott, Pokémon gibt es auf der ganzen Welt. Das war auch sehr lecker. 7-Up ist natürlich keine französische Firma, aber die Dose kommt aus Frankreich, ist alles französisch beschriftet, also wird dort auch so verkauft. Und vom Geschmack her sehr lecker. Also, das war für mich jetzt die größte Überraschung. Hätte ich jetzt von so einem von Pepsi, ne? Nicht so erwartet, dass es mal wirklich so lecker schmeckt. Muss man auch mal sagen. Man ist immer so künstlich, man weiß nicht genau, was das ist. Ja, aber das war lecker. So, dann werde ich mir das hier noch alles reinziehen nachher. Und dann Mittagessen ausfahren lassen. Und das war die Vernasche der Welt Box für August. Vielleicht auch ganz gut, dass nicht so viel Schokolade drin ist wie manchmal sonst, sondern bei dem Wetter zerschmilzt das alles nur. Und das waren eigentlich alles Sachen, muss man sagen, vielleicht hat man das auch extra so ausgewählt, die eigentlich bis auf den Riegel nicht alle so schmelzen können. Das war schon mal ganz gut. Die Gummibärchen ist eh egal, die können höchstens zu einer einzigen Masse verbacken und die Chips gehen eh nicht kaputt. Und die Madeleines halten das auch aus. Also von daher, gute Sommerauswahl und da würde ich mal sagen, Prost. Vielen Dank fürs Zuschauen und lasst euch euer Essen auch schmecken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye.